Herzlich willkommen zur IT-Online-Konferenz 2024. Toll, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind hier live auf Sendung und ja, wir haben ein sehr wichtiges Thema, nämlich die selektive Datenmigration von ECC nach S/4HANA. Und das betrachten wir nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, nämlich wie das bei der Walter AG gelaufen ist. Wie setzt man den Fokus zum SAP-Projekterfolg? Das ist die Überschrift zu unserer heutigen Session und ich freue mich da sehr über meine beiden Gäste, die wir heute hier im virtuellen Studio natürlich begrüßen. Also zum einen Thomas Schabert, External Projektmanager für die Walter AG von der Schabert Unternehmensberatung. Er sagt, der Erfolg bei der Implementierung von S/4HANA hängt vor allem davon ab, sich auf klare Projektziele zu konzentrieren, sowie Risiken zu akzeptieren und aktiv zu managen. Thomas, da spricht ein Mann mit viel Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Dankeschön. So, zweiter Gast, auch nicht zum ersten Mal im IT-Online-Magazin und bei der IT-Online-Konferenz, Ben McDermott, Program Manager von der SMP Group. Er sagt, SAP ist ein sehr komplexes System. Werden größere Änderungen erforderlich, kommt es darauf an, das richtige Team und die richtige Herangehensweise zu finden. Gelingt dies, bleibt man selbst bei unvorhergesehenen Ereignissen erfolgreich. Ben, herzlich willkommen auch an dich. Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Also, was haben wir vor, liebes Publikum? Wir wollen jetzt natürlich einen Erfahrungsbericht bekommen. Wir sind aber genauso interessiert an Ihren Fragen zu diesem Erfahrungsbericht. Stellen Sie die gerne dort im Fragen- und Antwortenbereich auf der Plattform, die Sie da jetzt sehen. Wir haben nachher einen Antwortenblock vorgesehen und werden da auf Ihre Fragen auf jeden Fall eingehen. Diese Sendung wird auch aufgezeichnet. Das heißt, wir begrüßen jetzt auch alle, die vielleicht nicht live dabei sind. Wer dann noch eine Frage hat, muss das direkt an Ben und an Thomas bitte über die sozialen Medien. Ihr seid beide. Nee, Thomas, du bist, glaube ich, nicht bei LinkedIn, sondern bei Xing. Ich nur paar E-Mail erreichbar. Alles klar, das klären wir dann noch am Ende, wie wir da genau Kontakt zu dir bekommen, ne? Also, das ist unser Plan. Und ja, wir wollen jetzt erfahren, wie so die Bluefield-Migration nach S/4HANA bei der Walter AG abgelaufen ist. Die Walter AG ist ein deutscher Werkzeughersteller für die Metallzerspanung. Das Unternehmen gehört zur Sandvik-Gruppe, zum Konzern, und hat seinen Stammsitz in Tübingen, weltweit knapp 4000 Mitarbeitende. Und natürlich war auch hier die Komplexität der S/4HANA-Implementierung hoch. Unter anderem waren 38 Firmen auf einem ECC-SAP-System. Und wir lernen jetzt die Erfolgsfaktoren des Projekts kennen. Also Thomas, dann vielleicht mal als Insider für die Walter AG dort die Frage, warum erstens der Schritt auf S/4HANA und dann warum auch eine selektive Datenmigration, warum der und nicht ein anderer Ansatz? Ja, also Helge, vielen Dank für die Einleitung. Ich denke, die erste Frage kann man relativ kurz und prägnant beantworten. Wir sind auf S/4HANA gegangen, weil wir müssen. SAP zwingt uns an der Stelle, dass wir auf S/4HANA gehen, bis Ende 2027 oder mit erweiterter Wartung bis 2030. Ich sag mal, das war die Hauptmotivation bei der Walter AG. Im Wesentlichen war die Walter AG mit den auf ERP, ECC eingerichteten und laufenden Prozessen soweit zufrieden. Also da gab es jetzt keinen massiven Handlungsbedarf, ne? Kurz vielleicht noch zu den Buchungskreisen und zum System. Also das System bei der Walter AG ist älter als 25 Jahre. Das heißt, das haben wir irgendwann eingeführt. Das hat natürlich auch einfach gewisse historische Veränderungen durchlaufen, sowohl was die Unternehmensstruktur angeht, als auch natürlich die Prozesse. Also auf dem ERP-ECC-System waren über 100 Buchungskreise drauf und zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir umgestiegen sind, waren eben nur 38 relevant, ne?
Und auf der anderen Seite sind auch viele Prozesse von ausgegliederten Teilen des Unternehmens, zum Beispiel der ganze Maschinenbau. Also Walter hat irgendwann mal eigene Schleifmaschinen gemacht, ne? Die sind aber verkauft worden an Körber Schleifring, ne? Und im Rahmen von diesem Maschinenbau, von dieser Sparte, da gab es eine Variantenkonfiguration mit merkmalsbasierter Vorplanung und sonst irgendwas. Das braucht man für die Werkzeuge alles nicht. Ne? Also auch von der Prozessseite her war es so, dass eben nur ein Teil dessen, was im ERP ECC drin war, auch wirklich benötigt war. Und das führt uns eigentlich schon in die erste Richtung, warum hat sich Walter, wenn wir nach S4HANA gehen, jetzt für eine selektive Datenmigration, nichts anderes ist ja der Bluefield-Ansatz, entschieden. Das ist der erste Teil, nämlich das Selektive. Die Walter AG wollte ganz bewusst herausschneiden und nur die relevanten Daten für die noch aktiven Buchungskreise, die trotzdem auf der ganzen Welt verteilt sind, na, von Brasilien bis Japan, China, Indien und so weiter, ne, die herausnehmen und auch von der organisationsseitig, aber auch die Zeit scheiden. Man wollte nicht die ganze Historie mitnehmen, sondern nur eben eine begrenzte Anzahl von Jahren an Buchungsbelegen wirklich mit rübernehmen. Also das ist das Selektive. Bei der Datenmigration, wir hatten ein Vorbereitungsprojekt, da haben wir uns sehr intensiv mit der ganzen Sache auseinandergesetzt und wir waren, um ehrlich zu sein, erstmal mit einem Brownfield-Ansatz gedanklich unterwegs, ne? Also das heißt, das System umzustellen, und wir hätten vorher eben Daten herausarchiviert. Wir sind dann aber drauf gekommen im Finance-Umfeld, dass wir als Voraussetzung, um nach S4HANA zu kommen, das klassische Hauptbuch auf das New GL umstellen müssen, ne? Und wenn wir das mit SAP-Bordmitteln gemacht hätten, dann hätten wir das nur zum Jahreswechsel tun können. Und wir hätten dann auch nur für das neue Jahr die Belege in der neuen Struktur gehabt und die ganzen Vorjahreszeitscheiben, die wären noch in der alten Struktur gewesen, die wären nicht umgestellt gewesen, was dann irgendwelche Vergleiche sehr schwierig gemacht hätte, ne? Plus zusätzlich im Finance-Bereich, also da gibt es die größten Veränderungen, da wollten wir von einer Kontenlösung auf eine Ledger-Lösung gehen. Walter ist eine internationale Gruppe, wir haben jeweils lokale Rechnungslegung und dann eine internationale Rechnungslegung, und wir mussten natürlich vom ERP ECC auf das S4HANA kommen. Und dann sind wir draufgekommen und haben gesagt, okay, lass uns doch nochmal überlegen, ob nicht die selektive Datenmigration hier an der Stelle der bessere Weg für die Walter AG ist. Das haben wir dann auch so entschieden, ganz bewusst auch für die Anwender, dass man nicht mehrere Steps hintereinander immer eine kleine oder eine größere Veränderung und nach 3 Monaten verändert sich wieder irgendetwas machen wollen, sondern dass wir dieses was wir auch durch Change Management entsprechend abfangen und begleiten mussten, ne, dass wir das auf einmal tun wollten. Okay, und so setzt sich das zusammen, selektiv, ne, und warum wir dann eine Datenmigration gemacht haben und nicht ein System mit bestehenden Daten umgesetzt haben nach S4HANA. Stark, ich denke, alles nachvollziehbar, plausibel, und da finden sich viele Unternehmen auch im Publikumskreis mit Sicherheit wieder, dazu sagen, wir müssen ja gar nicht alles mitnehmen und insbesondere auch die Zeitscheiben, nicht die ganze Historie, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wenn mich zu ergänzen noch dazu oder alles gesagt im Prinzip? Also im Prinzip alles gesagt, also sehr gut zusammengefasst, wieso ein selektiver Ansatz in diesem Fall hilfreich war. Und natürlich, das ist auch so bei vielen anderen Projekten, dass die gleiche Bedarf haben. Wo die anderen Optionen nicht wirklich genau richtig sind für die Unternehmen. Thomas, dann hol uns doch nochmal so ein bisschen ab. Erwartungshaltung beim Business war dann ja wahrscheinlich, naja, gar nicht so ein richtiger Need, war ja eher eine technische Motivation, haben wir eben gehört, ne, auf die 27er-Hürde da irgendwie zu nehmen. Was waren denn so die Erwartungen aus dem Business und wie habt ihr diese Erwartungen gemanagt? Du hast ja auch von Change Management eben schon gesprochen.
Ja, also wir hatten in diesem Projekt unterschiedliche Stakeholder drin. Wir hatten das Management drin, wir haben Fachbereiche drin. Wir hatten SAP mit drin, die ja im Prinzip den Anstoß gegeben haben, ne? Wir hatten dann irgendwann SMP noch mit drin, die IT, ne? Und die Herausforderung eigentlich war die Vorstellung, was die Ziele angeht, dieses Projekts, das so zu schärfen und so zu kommunizieren, dass daraus auch eine machbare Vorgabe mit klaren Zielen herausgearbeitet wurde und das von allen Seiten so akzeptiert wurde. Also ich will mal als Beispiel sagen, SAP geht natürlich nicht in den Markt rein und sagt, ihr müsst alle umstellen bis Ende 2027. Das tun sie schon, ne? Aber die verkaufen natürlich viele ganz tolle neuen Features mit Fiori-Apps und mit was weiß ich was alles für tollen Funktionalitäten, gleich irgendwie welche Auswertungen, Statistiken drin und, ne? Das haben sie natürlich bei der Walter AG auch gemacht und das Business und auch das Management hat natürlich gesagt, ja, das wollen wir, ne? Ist ja klar. Jetzt muss im Prinzip die Leute wieder runterholen und sagen, übrigens, wenn wir das alles tun, was SAP uns in PowerPoint-Folien so schön farbig verkauft, ne, dann machen wir eine Bauchlandung, weil wir das gar nicht gestemmt bekommen. Also wir müssen uns auf das fokussieren, was unbedingt erforderlich ist, um die aktuell eigentlich gute, lauffähige Funktionalität im ERP, ECC nach S/4HANA zu hieven, ne? Und da dabei die Komplexität im Zaum zu halten und auch das Risiko für das eigentliche Projekt beherrschbar zu halten, ne? Wir haben wirklich entschieden, dass der Fokus drauf liegt, alle die ERP, ECC laufenden und relevanten Prozesse, dass wir die wieder zum Laufen bekommen, und zwar möglichst so, wie sie im ERP, ECC gelaufen sind. Das heißt letztendlich, dass wir auch den SAP GUI als wesentliche Benutzeroberfläche erhalten haben und ich sag mal, der Bereich, in dem es da eine Ausnahme gegeben hat, was jetzt die Funktionalität angeht, ist gezwungenermaßen der Finance-Bereich, wo wir eben, wie schon vorher gesagt, vom klassischen Hauptbuch auf das neue Hauptbuch die Kontenlösung durch eine Ledgerlösung ersetzt haben und dann eben auch im S/4HANA dieses Mergen von Finance und Controlling durchgeführt wurde, ne? Zusätzlich musste man dem Management dann auch klar machen und auch den Fachbereichen, dass wir eine Frozen Zone irgendwann brauchen, dass wir die Füße stillhalten mit anderen Projekten und Anforderungen an die IT in diesem Zeitraum, na, um einfach das Risiko beherrschbar zu halten und nicht permanent Moving Target zu haben, ne? Change Management war wahrscheinlich auch wichtig in dem Kontext, oder? Change Management war wichtig, also es war von Anfang an ganz klar auch kommuniziert, dass das eben kein IT-Projekt ist, sondern dass das ein Projekt ist, zusammengesetzt und mit Verantwortung auch von Business und IT. Wir hatten in der Projektleitung auch einen Business oder jemanden aus dem Business, speziell aus dem Finance, Mehmet, er war verantwortlich für genau diesen Part Change Management, ne? Das ist sehr, sehr wichtig, zumal wenn man versteht, dass das 38 Firmen weltweit sind, ne, die man dort dann letztendlich beim Go Live oder auch nach dem Go Live wirklich zum Laufen bringen muss. Also denen muss alles klar sein, wie jetzt die Welt neu aussieht und was sie tun müssen im Finance-Bereich speziell, ne? Also zur S/4HANA-Transformation habe ich jetzt rund 200 CIO-Erfahrungsberichte gehört. Zu den Top 3 Lessons Learned gehört dabei, wir haben unsere eigene Datenqualität überschätzt. Wie war es denn da in eurem Projekt, Thomas? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, also das Thema Datenqualität ist ein Thema. Das hängt auch damit zusammen, na, dass wir, ich glaube, bei der Walter AG waren es dann zum Schluss 5 Jahre oder fast 6 Jahre an Historie, was wir mitgenommen haben an Daten. Es ist nicht so, dass man, da kommen wir aber nachher noch kurz drauf, dass wir einfach sagen können, SMP aus x-beliebigen Daten, die in sich nicht stimmig oder schlüssig sind, mach irgendwas Gutes draus und bringt es nach S/4HANA. Das funktioniert leider nicht, ne? Sondern das ist wirklich erforderlich, dass man sich um die relevanten, migrationsrelevanten Daten kümmert, dass die in sich stimmig sind. Also das heißt, da muss halt eine Anlagenbuchhaltung, die Zahlen, die müssen sich in einem Hauptbuch auch wiederfinden, ne? Die Jahresabschlüsse lokal, nach lokalem Recht und nach internationalem Recht müssen passen, die Reporting-Ebenen müssen entsprechend passen. Und außerhalb der entsprechenden Zeitscheiben, die migrationsrelevant sind, na, also noch ältere Belege, muss man sich darum kümmern, dass eben keine weiteren offenen Belege vorhanden sind, weil sonst stimmt das Zahlenwerk hinterher auch nicht mehr. Na. Also noch offene Kundenaufträge, Bestellungen, was auch immer, genauso wie irgendwelche Belege. Offene Posten aus noch älteren Jahren muss man wirklich durchgehen, durchackern und sagen, jawohl, sind die in sich stimmig, sind die schlüssig, sonst fallen sie einem bei der Migration, wenn es gut läuft, oder erst danach auf die Füße. Ne? Also das ist ein wichtiges Thema, das man rechtzeitig angehen muss und wo auch dann im Wesentlichen das Business Verantwortung tragen muss, um diese Bereinigung entsprechend durchzuführen. Auch oft genanntes Thema sind die Testaufwände, ne? Ich habe ja schon noch die eine oder andere SNP-Präsentation auch von Kunden gehört und gesehen. Die haben in der Regel immer gesagt, jeder Testzyklus hat einen großen Erkenntnisgewinn gebracht und jede Migration, Testmigration, die wir da gemacht haben, war Geld und Zeit wert, weil es dann hinterher einfach super lief. Wie war das denn bei euch? Also Testaufwände, sag mal dazu was. Ja, also wir haben das von Anfang an eigentlich geplant, dass wir nach jedem Migrationszyklus einen Testzyklus haben. Da möchte ich gern differenzieren zwischen validieren und testen, ne? Das Validieren, da bezeichne ich das statische Abgleichen der Daten vom Quellsystem zum Zielsystem, na, dass wir da schauen, dass wir alles vollständig und korrekt drüben haben. Na. Und das Testen ist dann wirklich auch das Buchen neuer Belege auf Basis von Stammdaten, aber genauso auch das Stornieren von migrierten Belegen oder das Weiterbearbeiten von Belegen, die in irgendeinem Bearbeitungsstand waren zu dem Zeitpunkt, als sie migriert wurden. Ne? Das war sehr, sehr wichtig und wir haben, Ben, helf mir von den Zeiten her, wir haben im Sommer 2022 angefangen mit euch, mit SMP, mit der Datenmigration und wir waren dann so weit, dass wir Ende November den ersten großen Integrationstest machen konnten, der auch sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll war. Der wurde überwiegend vom Business gemacht. Na, und im Rahmen von diesem ersten großen Migrationstest sind wir dann auch draufgekommen auf ein größeres Hiccup in diesem Projekt. Na, wir hatten, was das Thema Document Split anging, wir hatten uns da nicht richtig verstanden. Ihr habt die Dokumente gesplittet, na, und wir hatten eine gewisse Erwartungshaltung ans Ergebnis, wie hinterher eine koeffiziente Rechnung aussehen muss, was da für Zahlen drinstehen. Na. Und bei euch, ihr seid eben nach
eurem Standardprozedere vorgegangen und habt gesagt, okay, wenn schon Profizenter drinsteht, nehmen wir das. Na? Ansonsten schauen wir in den Stammdaten oder zum Schluss im Customizing oder ganz am Ende mit irgendeinem Default-Profizenter. Ne? Das war zum Beispiel eine extrem wichtige Erkenntnis, dass wir schon nach dem ersten Integrationstest erkannt haben, hoppla, da haben wir eine größere Baustelle und das hat sich entsprechend auch auf das Projekt ausgewirkt. Ne? Gut, super. Also dann lass uns doch mal über die Migrationszyklen reden und die Dauer der Umstellung. Wie ist das gelaufen? Wie groß war die Downtime und wie würdest du das bewerten? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie im Auditorium, wie die Erfahrungswerte sind, also ob bereits schon Erfahrungen vorliegen, was eine Datenmigration jetzt aus dem Merger oder aus dem Carve-Out-Projekt mit SMP oder mit ähnlichen Tools angeht. Ne? Wenn wir dort eben 1:1, was das System angeht, auf Augenhöhe sind, das heißt das Zielsystem auch das gleiche System ein ERP-ECC-System ist, ne? dann besteht die Migration im Wesentlichen, sage ich mal, verkürzt aus einem selektiven Datenexport aus dem Quellsystem. Dann kommt ein regelbasiertes Umsetzen und ein Import in das Zielsystem. Und das war es im Wesentlichen, sage ich jetzt mal schon. Ne? Dann kann man validieren, dann kann man testen, wenn einem irgendetwas auffällt, dann kann man hergehen und kann die eine oder andere Datenbanktabelle wieder löschen. Also der Import erfolgt direkt auf Datenbankebene. Deswegen schaut das Testen so wichtig, um unter Umgehung aller SAP-Standardlogiken. Ne? Und wenn einem da auffällt, dass irgendeine Tabelle fehlt oder die nicht korrekt umgesetzt wurde oder wie auch immer, dann kann man die nochmal rauslöschen und kann das in diesem Migrationszyklus nochmal korrigieren und nachfahren. Bei einer Migration ERP, ECC nach S/4HANA sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ne? Das heißt, die ersten zwei Schritte passieren auch so, nur das Importieren in das Zielsystem, in das S/4HANA-System, das findet eben nicht in die schon finalen S/4HANA-Zielstrukturen statt, jedenfalls nicht für alle Objekte, sondern teilweise in vorgelagerte Strukturen. Und danach kommen erst SAP, zum Teil SAP-Standard-Reports oder der Großteil sind SAP-Standard-Reports, die dann letztendlich diese importierten Daten nach S/4HANA umsetzen. Und das macht es insgesamt etwas sperriger. Also das ist nicht ganz so schnell durchzuführen. Wir hatten im Schnitt bei einem Migrationszyklus, Ben, korrigiere mich, so roundabout 3 Wochen oder so immer gebraucht, na, von Start, bis wir dann wieder das System übergeben konnten. Es macht es auch nicht so flexibel, was jetzt die Korrekturen angeht, weil ich da eben nicht einzelne Tabellen dann beim Testen S/4HANA-Tabellen wieder initialisieren kann und nochmal neu befüllen, sondern teilweise muss ich da sehr weit zurückgehen oder es geht gar nicht mehr in diesen Migrationszyklus. Ne? Also das war aus unserer Sicht eine wichtige Erkenntnis und wir haben da dagegen gehalten oder dagegen gesteuert, indem wir einen entsprechenden System Landscape für das ganze Projekt aufgebaut haben. Also wir haben eine Differenzierung oder zwei Systeme, sage ich mal, gehabt für einmal das Migrationszielsystem S/4HANA, indem wir dann auch validiert haben, da haben wir aber nicht gebucht. Ne? Und wenn die Validierung soweit in Ordnung war, dann hatten wir ein zweites System, schon unser Testsystem, und dann haben wir eine Kopie von dem S/4HANA Zielsystem, Migrationszielsystem in das Testsystem gemacht und auf diesem Testsystem haben wir dann getestet. Hat den Vorteil, dass die zwei wesentlichen Parteien, nämlich SMP als Migrationsdienstleister und Walter AG als auf der Kundenseite mit dem Testen und mit dem Business,
dass die auch während dem nächsten Migrationszyklus, der dann auch wieder 3 Wochen gedauert hat, na, weiterhin testen konnten, Schnittstellen, ihre eigenen Programme und was auch immer, ne? Also das war die Art und Weise, wie wir da damit umgegangen sind und wie wir da eigentlich ganz gut mitgelebt haben. Liebes Publikum, ich lese gerade hier im Chat, dass Ben McDermott Netzwerkprobleme hat. Normalerweise ist er gar nicht so still, sondern sehr gesprächig. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass er sich kaum beschäftigt mit den Fragen an ihn. Also da ist, glaube ich, eine große Latenz und er guckt auch ein bisschen traurig jetzt gerade. Wenn du uns hörst, dann schalt doch vielleicht mal dein Video aus. Vielleicht kannst du uns dann besser verfolgen. Genau, sonst würdest du dann vielleicht im Nachgang einfach noch ein paar Statements auch ans Publikum dann in schriftlicher Form oder sowas dazu senden. Ne? Thomas, würde ich dich jetzt fragen, gerne nochmal so nach Lessons Learned aus dem Projekt. Also, was sind so denn die wichtigsten Punkte, die ihr da gelernt habt und wo ihr sagen würdet, darauf muss man unbedingt achten, wenn man das Thema angeht. Ja, also wir haben es jetzt in den einzelnen Punkten immer schon ein bisschen vertieft, ne? Also extrem wichtig, das gilt für andere Projekte auch, aber das ist für so ein S/4HANA-Migrationsprojekt besonders wichtig, ne? Ist eine klare Zielfokussierung. Also es muss ganz klar sein, was ist das Ziel dieses Projektes und was ist eben auch nicht Bestandteil dieses Projektes, dass man das abgrenzt, dass man das sauber kommuniziert und zwar mit allen Beteiligten. Da muss das Management genauso dahinter stehen wie das restliche Business, die User, die Anwender. Das muss SMP klar sein, was das Ziel ist und der IT-Mannschaft ganz genauso. Ansonsten bekommt man an der Stelle, ich sag mal, nicht beherrschbare Komplexität in die ganze Geschichte rein, ne? Dann alle Punkte, die zur Umstellung benötigt werden, aber die man im Voraus machen kann, vorziehen, ne? Das ist nichts, was SMP propagiert. SMP sagt natürlich, macht alles mit dem Tool. Das geht alles zu einem Zeitpunkt, aber das erhöht auch wieder die Komplexität. Also bei Walter haben wir zum Beispiel das Thema Businesspartner ganz bewusst in einem Vorprojekt schon angegangen, ne, um hier die Komplexität rauszunehmen. Und wir haben auch einen Prototypen, einen S/4HANA, einen Walter-spezifischen S/4HANA-Prototypen gemacht. In einem Brownfield-Ansatz haben wir den durchgewirkt, sage ich mal, ne? Da haben wir keinen so großen Wert auf die historischen Daten gelegt, aber wir wollten das Customizing, die Einstellungen und die neuen Business-Prozesse, die wollten wir IT-intern klären und dann auch mit dem Business. Da haben wir ein Proof of Concept gemacht, ne? So dass die sagen, jawohl, das sind die zukünftigen Einstellungen, das sind die zukünftigen Business-Prozesse, die sind in Ordnung. Und das war dann die Zielvorgabe für SMP, genau dorthin zu migrieren, dass da eine klare Zielvorstellung einfach geherrscht hat, ne? Super. Also, dann würde ich sagen, lass uns doch mal auf Fragen aus dem Publikum gucken. Ben haben wir jetzt, glaube ich, leider ganz verloren. Genau, also herzliche Grüße dann noch an dich. Also Frage aus dem Chat hier, von welchem Enhancement Package kam das ECC-System? Ist das überhaupt relevant für eine Transformation mit SNP? Ja, ist relevant. Also man kann nicht von jedem EHP-Stand aus nach jedem x-beliebigen S/4HANA-Stand oder überhaupt nach S/4HANA gehen. Aber da bin ich jetzt nicht auf dem Laufen. Ich meine, es war EHP 8.0, ne? Aber auch dort haben wir als Vorbereitung nochmal auf das neueste Enhancement Package abgegradet, ne? Ist es richtig, dass der erste Integrationstest circa 5 Monate nach Start der Migration mit migrierten Daten stattfand? Fragt hier jemand Ja, aus dem Publikum. ja,
Jawohl, also wir haben, ich glaube, Ende Juni haben wir einen Kickoff gemeinsam mit SMP gemacht. Also da ist das Projekt schon ein bisschen gelaufen. Wir hatten einen Prototyp und so weiter und haben einen Kickoff mit SMP gemacht. Na? Und die haben dann Juli, August angefangen, ihre Regelworkshops und andere Dinge, na, das entsprechend vorzubereiten. Und dann gab es auch schon erste Einzelmigration von Objekten, na, und die erste richtige Testmigration, die hat dann im Oktober stattgefunden oder gestartet, na, und Ende November konnten wir dann mit dem ersten großen Integrationstest, der war für 2 Wochen geplant und mit 250 Usern weltweit durchgeführt, na, da konnten wir dann diesen Integrationstest durchführen. Und ich muss sagen, also wir haben an der Stelle, was die logistischen Prozesse angeht, da hatten wir einen sehr, sehr hohen Reifegrad schon. Also da waren wir, ich würde mal sagen, bei 90, 95%, da hat enorm viel schon wirklich gut funktioniert, ne? Wo es wirklich geklemmt hat, das war im Finance-Bereich, das habe ich vorher schon gesagt, aber ich sage auch, wenn es klemmt und man erkennt es, dann sind es zumindest zu so einem Zeitpunkt im Projekt sehr wichtige und wertvolle Erkenntnisse, weil da kann man entsprechend darauf reagieren. Wie lang waren die SAP-Systeme nicht erreichbar? Also Downtime-Frage. Beim Go Live vermute ich mal, ist die Frage, ne? Also wir hatten erst geplant, das innerhalb 64 Stunden, also ein normales verlängertes Wochenende zu machen, ne? Wir hatten dann aber bei den Testmigrationen und auch bei der Go Live Simulation es mit SMP nicht geschafft, hier eine gewisse Konstanz reinzubringen, was jetzt die Migrationszeit angeht. Da hatten wir immer wieder Sprünge drin und wir sind auch nicht an die vorgegebene Zeit hingekommen. Also SMP hätte da, ich glaube, innerhalb von 46 Stunden oder wie viel auch immer dort zur Verfügung waren, migrieren müssen, so dass wir dann mit dem Management und in der Steering Group entschieden haben, dass wir die Downtime um einen Tag verlängern, die geplante Downtime. Das heißt, wir haben Freitag Spätnachmittag gestartet und ursprünglich wollten wir am Montagmorgen die User drauflassen. Das haben wir dann schon geschoben auf Dienstagmorgen und das haben wir auch eingehalten. Aber wir haben es auch gebraucht. Also während dem Go Live muss man sagen, da haben wir erkannt, dass diese zentrale Tabelle im Finance, diese AC-DOCA, die ist durch einen Nachlauf Anreicherung von COPA-Merkmalen, ist die zerschossen worden. Das heißt, da ist ein Fehler passiert, das konnte man nicht mehr korrigieren und da haben wir das zurücksetzen müssen und haben das dann nochmal diese Schritte gemacht. Na, aber es hat uns gereicht, aber es war sehr, sehr gut, dass wir diese Zeit da auch hatten. Frage aus dem Publikum noch, wie viele Objekte waren im Scope? Oh je. Jetzt haben wir erst die Zahl, genau. Also in den Nachkommastellen nennen. Nö, also die Walter AG setzt sehr, sehr breit das SAP-System ein. Also da ist ein Projektsystem genauso wie eine Instandhaltung. Also das sind alle Module sind da eigentlich im Einsatz. Ne? Von daher, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel Objekte da drin waren. Also die Historie waren 5 volle Jahre plus, weil wir dann den Go-Live-Termin auf November schieben mussten. Na, ist praktisch dieses 6. Jahr nicht bloß das Angefangene, sondern quasi auch nochmal vollständig. Es waren fast 6 Jahre, was wir migriert haben. Na, finde ich persönlich relativ viel, aber da war ich lange mit der Walter AG im Management in Diskussion. Ich habe es nicht kleiner hingekriegt. Na. Oder mit weniger. Dann waren es halt wirklich die 38 Firmen und alle möglichen Objekte, ne, in beliebigen Bearbeitungszuständen. Das ist ja auch das Schöne bei so einem Tool mit SMP, dass man eben nicht bestimmte Dinge abschließen muss. Ich muss nicht alle Lieferungen noch komplett beliefern und fakturieren, sondern ich kann sie auch ankommissioniert einfach stehen lassen, ne? Und dann geht es am Montag oder am Dienstag dort weiter, wo man am Freitag aufgehört hat. Ja. Ja. Kennen Sie die Datenbankgröße in Terabyte? Oh,
Groß. Nee, nicht aus dem Stegreif. Also da müsste ich nachschauen, ne? Also ich denke, das macht aber jeder, der so ein Projekt angeht, der geht erstmal in einen Readiness-Check rein und da sieht er dann schon, wie seine Datenbankgröße ist. Es gibt von SMP gibt sehr, sehr gute Unterstützung und Tools, die auch das Quellsystem zuerst analysieren, ne? Und das auch selektiv tun können. Das heißt, gerade bei so einer Geschichte, die Datenbank, wie wir, die für uns relevant war für die Migration, war ja war ja nur eine Teilmenge von der ganzen Datenbank, ne? Weil wir nur 38 von den 100 Firmen am Wickel hatten und die auch entsprechend relevant waren, ne? Ja. Frage aus dem Publikum noch, war SNP der einzige externe Partner in dem Umstellungsprojekt und der Rest interne IT? Also es war interne IT, wobei die Walter AG da eine Besonderheit hat. Also die arbeitet eigentlich immer mit externen einzelnen Leuten zusammen, so wie mit mir auch, ne? Also seit 25 Jahren, die kommen immer wieder. Manchmal habe ich 5 Jahre mit der Walter AG nichts zu tun und da kommt wieder ein komplexeres Projekt um die Ecke, wo sie sagen, Thomas, kannst du uns da nicht helfen? Ne? Und wenn es zusammengeht, na passt es. Ne? Also insofern so schon. Und es war natürlich auch, die Walter AG hat auch Drittanbieter-Software im Einsatz, die integriert ist. Also dort waren auch Leute mit involviert. Aber sie hat jetzt keine große Unternehmensberatung drin gehabt, die restlichen Dinge gemacht haben, sondern das ist im Wesentlichen schon die interne IT, die das dann gemacht hat. Ne? Stark. Also viele Fragen, viele Antworten. Vielen Dank dafür. Ich sehe gerade nur Danach. insgesamt die Projektlaufzeit ist eine Frage, ne? Okay. Also wir hatten ein Vorbereitungsprojekt, das hat 2021 angefangen, da war ich auch schon mit drin, wo wir das Ganze mal vorbereitet und geschaut haben, ne? Und das eigentliche S/4HANA-Projekt ging dann los im Februar 2022, ne? Eben noch ohne SMP, ne? Da haben wir diesen Prototyp erstellt, das Customizing dazu gemacht. Wir haben schon die Systemlandschaft dann entsprechend aufgebaut. Wir haben diese Business-Partner, haben wir aktiviert, ne? Das ist dann im Mai 22 passiert und dann gab es eben den Kickoff mit SMP. Das war im Juni 2022 und von da an ist das Projekt dann als Migrationsprojekt gelaufen. Also das war der zweite Teil, ne? Und wir sind im November 2023 sind wir dann live gegangen. Ursprünglich hatten wir geplant, im April oder Mai 2023 live zu gehen. Aber wegen dieser Diskrepanz zwischen dem oder mit dem Verständnis, was ein Document-Split als Ergebnis liefert oder was der tun soll, ne? SMP sagt, die Dokumente müssen gesplittet sein und die Walter AG hat gesagt, also die Profit-Center-Rechnung, die muss auf den Cent genau wieder passen und stimmen, ne? Haben wir eine Entwicklung dazwischen schieben müssen, gemeinsam mit SMP und das hat uns ein halbes Jahr zusätzlich an Projektlaufzeit einfach gekostet und da mussten wir den Go Live dann entsprechend verschieben. Ne? Also Ja, super. Also es kommt noch gerade eine Frage rein aus dem Publikum, eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. Von daher passt das hervorragend auch das war in abgesprochen. Richtung Abschluss unserer Sendung. Nämlich nach heutigem Wissensstand würdest du da irgendwas grundsätzlich anders angehen, ganz anders angehen? Oder sagst du, ist eigentlich nur Feintuning? Also im Nachhinein würde ich sagen, dass die Walter AG den Verwalter richtigen Weg gewählt hat, ne? Also so waren auch die Rückmeldungen. Also wir hatten ein Go Live, der gut funktioniert hat, ne? Andere Wege hätten meiner Meinung nach nicht so zum Ziel geführt. Also die wären noch komplizierter gewesen, ne? Also
Ich würde vielleicht, also, aber das, ja, das ist die Geschichte mit dem Document Split, ne? Also, das war natürlich schon was. Da waren wir kurz davor, das Projekt wirklich hinzustellen, ne? Also, das müsste man vielleicht im Vorfeld besser klären, tue ich jetzt, aber natürlich bei folgenden Projekten, aber das ist dann einfach das Thema heißt Erfahrung, na, also durch den Mist, wo man irgendwann mal durchgegangen ist und der einem viele schlaflose Nächte bereitet hat, na, das vergisst man natürlich nicht und da geht man dann zukünftig entsprechend anders proaktiv mit um, na. Ansonsten, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Weg, auch mit dem Prototyp, auch mit den Businesspartnern das vorab zu machen. Auch die Innovationsprojekte, so haben wir das genannt, also neue Features im S4 zu nutzen, das in die Zukunft zu schieben, das war in Ordnung. Was aus meiner Sicht extrem wichtig war, ist einfach, dass wir ein tolles Team hatten, sowohl Walter intern als auch von der SMP-Seite aus, ne? Also da haben wir wirklich sehr, sehr gute Leute mit an Bord gehabt, ne? Und ich habe auch Rückmeldungen bekommen, also nicht bloß, dass das dann hinterher fachlich gut war und dass man den Monatsabschluss dann im November und kurz darauf den Jahresabschluss sehr gut machen konnte bei der ganzen Walter AG, sondern ich habe auch von sehr, sehr belasteten Leuten aus dem Projekt, die da schon ein ordentliches Maß mittragen mussten, ne, hinterher die Rückmeldung bekommen, dass es mal wieder richtig Spaß gemacht hat, als Team gemeinsam durch so ein doch forderndes Projekt durchzugehen. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein Schlüsselfaktor. Also man muss es irgendwie schaffen, dass man wegkommt von irgendwie klein, klein, egal ob es im Team ist oder zwischen Team und Management, na, dass man permanent mit Fragen konfrontiert ist, wer Schuld hat, na, sondern dass man immer lösungsorientiert unterwegs ist und da dabei auch die Modulgrenzen einfach mal außen vor lässt, na. Also in der letzten Nacht von Montag auf Dienstag, da haben alle gearbeitet, wenn sie einen Beitrag leisten konnten, unabhängig davon, ob es jetzt ihr Modul war oder ob sie etwas tun mussten oder nicht, ne? Also, das ist, glaube ich, enorm wichtig, ne? Thomas, also das war ja schon ein super Schlusswort. Wir sehen hier deine drei Takeaways, Key Takeaways. Keine Panik, kann noch länger dauern. Das haben wir so mitgenommen. 100% bedeutet nicht gleich Erfolg. Ihr habt da 80-20-Regel genutzt, da habe ich so Genau. wahrgenommen. Ne? Und über die Testaufwände haben wir geredet. Also von daher denke ich, haben wir das Klassenziel erreicht. Vielen herzlichen Dank da an dich. Ja, Ben ist jetzt nicht da, den vermissen wir natürlich. Ich wollte ihn jetzt fragen, ob er persönlich auf dem DSAG-Jahreskongress ist. Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass SNP da ist und viele Kolleginnen und Kollegen, die da fachkundig Informationen geben können. Also wer 25 Leute, 25 Personen sind da von der DSAG, von SNP auf der DSAG, sehe ich gerade im Chat, kriege ich hier eine Nachricht. Also unbedingt mal auf die Agenda setzen für den DSAG-Jahreskongress 15. bis 17.10. in Leipzig. Der QR-Code führt dazu weitergehenden Informationen. Und wer sich über die S/4HANA-Transformation nochmal informieren möchte, kann hier auf die SNP-Metastudie eingehen. Da ist auch das Thema Cloud-Transformation mit drin, wenn ich das hier am Titel richtig interpretiere. Da hätte uns jetzt Ben sehr stark helfen können, ne? Aber wir haben es auch so hinbekommen. Und von daher ganz herzlichen Dank an Sie, liebes Publikum, für Ihr Interesse, für die tollen, vielen Fragen. Thomas, an dich für die tollen Antworten, für den Erfahrungsbericht und die Einblicke. Bist du auch in Leipzig? Ich bin nicht in Leipzig geplant, ne. Alles klar. Also dann müssen wir auf eine andere Gelegenheit warten, dass wir uns dann persönlich treffen. Darauf würde ich mich freuen und dann schließen wir die Sendung. Ja, Thomas? Ja, gerne. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und auch für die vielen guten Fragen, ne. Ich wünsche, falls S/4HANA Migrationsprojekte anstehen, auf jeden Fall viel Erfolg, ne, und stehe auch für irgendwelche Fragen oder sowas zur Verfügung. Also die Kontaktdaten habe ich verstanden, Paulina.
Die werden hinterher mit dem Mail, mit der Recording entsprechend mitverschickt. Ne? Super, so kriege ich das hier gerade bestätigt im Chat. Also alles prima, dann nochmal danke an alle, auch im Hintergrund, dass die Sendung super technisch funktioniert hat. Und bis dann, ne? Tschüss. Ja, tschüss.